Klassenware, Klassenware, Rassenware. Warum sind wir so und nicht anders? Es geht darum, was du anhast. Es geht darum, was du drauf hast. Was hast du eigentlich drunter? Um die Ecke kommt der Wachmann, ich bin der Fachmann. Ich schicke meine Schachfrau auf den Strich, obwohl sie sich vornehmlich in Quadraten bewegt. In der Verfassung der Galaxie steht, was den Menschen zur Gründung seiner Staaten bewegt. Es steht dort geschrieben, es steht fest, stillgestanden, Steine schlucken, Knochen beißen. Ich zieh dich durch den Kakao, aber durch kochend heißen. Ich bin nur Gottes beiläufige Assoziation mit NPCs, Turntables und dem Mikrofon. Man hört so vieles über Blut um sich herum, das ändert die Zukunft nicht, sondern nur du und ich. Warum? Ist eine Frage, die eine Aussage trifft, wie deine Fresse den Manager znapscht, der sie anwächst. Tired of working for another man's plan. Die BPM-Zahl ist auch nur eine Zahl. Der Retro-Gott ist klassenbester Taschenrechner. Dein Skelett mit dem Aschenbecherbrecher. Mein Flow, es ist nicht egal, welcher Behälter ihn umschließt. Deshalb macht er einen großen Bogen um deine wacken Beats. Und nein, nein, natürlich sind nicht alle Frauen Huren, aber du bist ein Hurensohn. Der Retro-Gott ist der Letzte, den du lyrisch ansteppst, wie die oberste Stufe des Kölner Doms. Ich mache unprofessionelle Fahrstuhlmusik zur Berieselung. Deine Flows sind Untergrund, meine sind unter Wasser wie der Schatz der Nibelung oder der Rap von Humpty Hum. You and me, together we pull together desperately. Make a change, break the chains. You know the pain. Ich kann es nicht lassen und ich auch nicht. Es kommt von innen, ich hab Bock. Der Retro-Gott